So. Nächste Mission. Jetzt können wir wählen zwischen zwei. Dritt und vierten autorisieren. Provozieren sollen wir, was wir in der letzten Briefing ja gehört haben. Sie können keine Kerneinheiten für diese Schlacht aufstellen. Okay. Ich würde sagen, wir machen erst das und dann das. Okay, dann machen wir das doch. Ne? Ja, sehr interessant. Go. So, Herr General, ich habe Freiwilligen dagegen nördlich von Vorbach geschickt und sie sind bereit, Chaos zu stiften. Je mehr... mal gucken. Je mehr Ausrüstung wir vernichten können, desto besser. Aber dennoch lautet unser Hauptziel, die zwei französischen Armeen so sehr zu verwirren, dass sie sich gegenseitig unter Beschuss nehmen. Primäres Ziel keins. Bonusziel, schalten Sie die französischen Wachen auf, zerstören Sie die französischen Versorgungsdepots. Das sind wohl die Dinger hier. Ah, die sind auf beiden Seiten. Zerstören Sie den französischen Hangar, sind auch zwei. Okay. Wir haben überall in dem Gebiet Informanten, die uns bei dieser Spezialoperation unterstützen, indem sie alle Bewegungen der französischen Einheiten dokumentieren. Sie verfügen daher während der gesamten Operation über Aufklärungsinformationen, die das gesamte Einsatzgebiet betreffen. Als erstes müssen Sie hier in dieser Position schnell alle französischen Wachen ausschalten, damit sie nicht Alarm schlagen, bevor ihre Männer in Stellung gegangen sind. Nehmen Sie hier die französischen Konvois unter Beschuss. Okay. Nehmen Sie die französischen Konvois unter Beschuss. Okay. Vorwach wegzulocken ist hier. Okay. Aber nicht, verbündete Einheiten nicht über ihren Angriff informieren können. Sie müssen dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig sehen. Also nicht vernichten. Danach müssen sie östlich zu den Stellungen der französischen 4. Armee locken. Und zwar hier und hier. Hier und hier. Okay. Je mehr sich die zwei französischen Armee unter Beschuss nehmen, desto schwerer wird es ihnen fallen, die Lage richtig einzuschätzen und das Feuer einzustellen. Solange die Franzosen mit sich selbst beschäftigt sind, haben sie freie Bahn, um ihre Depots bei Vorbach zu zerstören. Auf zum Sieg, bla bla bla. Okay, also in Vorbach sind die Depots. Okay. Wir müssen die also da rauslocken. Das heißt, 1, 2... 3, 4. Ja, wir können auch die Depots holen. Ist ja scheißegal welche. Wir müssen sie nur weglocken. Gut, also wir haben keine Kerner mehr. Das ist schon mal interessant. 1, 3. Ja, machen wir das. Moment, Moment, Moment. Okay, du hier hin. Moment, stopp, stopp, stopp. Willst du mir gerade erzählen, dass du den nicht gekillt hast? Was? Wie geht denn das bitte? Hier. Ihr könnt doch nicht so unfähig sein, oder? So, das Problem wäre gelöst. So, und dann müssen wir da runter. Aber das machen wir gleich. Wie gesagt, die greifen mich nicht an. Die denken ja, ich bin ein Franzose. Und dann schicken wir zwei Einheiten hier runter, ja.
So. Ein Teil schicken wir hier lang, nachher für da hinten diese Depots. Ihr hier und ihr kommt hier lang, ja. Da haben wir hier so 4 Einheiten. Das passt eigentlich, ja. Das ist der Aufklärer, ja. Hierhin. Hierhin. Und hierhin. Wollen wir hoffen, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Tja, bewegt sich nicht. Okay, ja, wir müssen warten, bis die jetzt hier mal kommen. Okay. Ich hoffe, dass die es machen. Ja, sieht schon mal gut aus. Okay, sie kommen. Wir hauen hier nochmal eine rein. Du kommst hier hin. Ja, wir warten. Wir müssen die erstmal weglocken. Ja, die kommen nicht. Das klappt irgendwie nicht. Ne, es klappt irgendwie nicht. Es klappt nicht. Das ist unfassbar. Oh, die Scheiße klappt nicht. Das klappt nicht. Sie machen nichts. Sie kommen nicht. Die kommen jetzt. Ja, toll. Das bringt mir aber nichts. Die da oben kommen einfach nicht. Die kommen einfach nicht. Ja, das klappt nicht. Die müssten schon längst da sein. Na endlich. Na, es klappt irgendwie nicht so ganz. Nicht so wirklich. Ja, wir warten jetzt erstmal noch ab. Aber scheint nicht, klappt nicht richtig, ne? Weil er sich nicht bewegt. Jetzt, oh meine Fresse, hat aber lang gedauert.
Aber es klappt nicht am Anfang richtig, ne? Also man hat es richtig gesehen, wie es gehangen hat. So, du hier hin, du hier hin. Okay. So, hier hin. Wir müssen hier blitzschnell zuschlagen. So, die Hunker kriegen wir die zwei. Das wären drei. Wenn wir das schnell machen und das schnell hätten wir vier, dann wäre hier Ruhe. Wir müssen das ruckzuck machen. Ja, das ist egal. Den kann er ruhig, da kann er ruhig rangehen. Jetzt scheint es zu klappen, aber es ist echt übel zäh, ne? So. Hm. Na, jetzt scheint es zu klappen. Eieieiei. Sehr geil, wie die sich hier gegenseitig abmetzen. Cool. So, dann. So, Depot. Ah, das wäre eins, das ist zwei. So, jetzt machen wir erstmal die Hangar platt. Die Hangar sind weg, okay. The French Repent Depot. Oh, und wir kriegen, ja, also gegnerische Ausrüstung. Ob das jetzt gut ist, werden wir sehen. Ja, den repariere ich nicht, natürlich nicht. Ne, Quatsch. Bleib ruhig da stehen. Ist okay. Bleib ruhig da stehen. Die metzeln sich hier brav nieder. So, mir fehlen noch zwei Depots und dann haben wir's. Wunderbar. So, dann hier hin, hier hin, hier hin. Okay, noch ein Depot und dann haben wir's. Ja, am Anfang hat das echt nicht geklappt, ne? Konnte ich machen, was ich wollte. Der ist einfach nicht da rausgekommen, obwohl meine Einladungen gestanden haben. Aber bin jetzt froh, dass es jetzt klappt. Ist aber schön, wie die sich gegenseitig abmetzeln. Autsch. Nein, das bleibt natürlich okay. Ja, wir haben alles. Sehr schön. Können wir hier noch ein bisschen metzeln. Dafür kriegen wir doch Prestige, oder?
natürlich. Ich gehe mal ganz kurz zurück, es interessiert mich. Runde 11. Das ist hier, ja. Das würde ich sagen, mal am Ende. Nee, warten wir mal an, das da. Dann du erst. Überrennen gibt's hier nicht, okay. Was die Städte angeht, gibt es überall nicht. Ich guck mal, wenn ich alle Depots erobere, ob das, ja, ob das zeitlich halt noch klappt, das ist halt ein anderes Thema wieder. Vier Einheiten. Ah, das könnte eng werden. Also in der nächsten Runde müssen wir auf jeden Fall den hier ausschalten und den. Na, die metzen sich jetzt hier wirklich gegen. Tja, wer ist stärker? Ich würde sagen, der Blaue, ne? Ja, die blaue Fraktion hat mehr Einheiten. Obwohl, man kann ja nicht sagen, die Rote hat ja im Hintergrund sicher auch noch ein paar Eisen im Feuer, wie es aussieht. Okay. Naja, von der Bewegung her könnte es, glaube ich, nichts mehr werden, weil ich einfach eine Runde, mir eine Runde fehlt, ne? Ja. Mist. So, hier hin. Gut, nächste Runde. Verstehe halt nicht, warum das am Anfang nicht so geklappt hat. Na, jetzt läuft das wunderbar. Batz. Boah. Alter Schwede. Denen ist das scheißegal, wer da drauf geht. Das ist denen Rotze egal. Nein, der kommt nicht mehr hin. Du kommst noch hin. Na, Moment, ne. Wenn, da brauche ich die drei. Ach du Scheiße. Guck dir das an. Guck dir das an. Vier. Das ist ja mal positiv.
Nee, komm, gib mir die 2. Gib mir die 2. Jetzt gib mir doch die 2. Oh, dann hol ich mal sie hier, was soll's. Okay, wir haben alle Depots. Hier kann ich nichts machen. Er kommt da halt nicht mehr runter. Ja, die Runde fehlt halt. Okay. Ist egal, aber ob ich jetzt 4 von 5 oder sonst mache, spielt keine Rolle, wie es aussieht. Okay, historisch. In der Frühphase des Zweiten Weltkriegs waren die französischen Kommunikationswege hoffnungslos veraltet. Ein Großteil der Panzer war nicht mit Funk ausgestattet und man verließ sich bei der Kommunikation oft auf Flackensignale. Unter anderem war es diesem technologischen Defizit geschuldet, dass Frankreich bei der Invasion der Deutschen im Mai 1940 oftmals nicht schnell genug reagieren konnte. Okay, also... Es ist eine ganz interessante Mission. Am Anfang hat das aber absolut nicht funktioniert. Weiß nicht warum, aber am Ende ging's. Es bringt nichts, alles zu erobern. Es bringt absolut gar nichts. Ein bisschen Prestige, aber ansonsten bringt es eigentlich gar nichts, weil... Nö. Ich habe es mal getestet, aber man muss es nicht machen. Gut. Das ist jetzt Angriff Vorbach, würde ich mal sagen. Ja, Vorbach. Gut, ja, was kann man dazu sagen? Ist nichts Weltbewegendes oder Besonderes. Interessante Mission auf jeden Fall. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann machen wir das mit der Defensive bestimmt, was da dann ist. Also wie gesagt, wir dürfen ja in diesen beiden Missionen keine Kerneinheiten einsetzen. Können also eigentlich nur Prestige dann ein bisschen sammeln. Okay, gut, dann war es das von dem Part. Bis dann und ciao.